Der E-Learning Award in der Kategorie Blended Learning geht an Michael Krings von Innovation Campus Extended Learning Solutions, Esther Delevy und Helga Feller von Coty Prestige und Gerd Stammwitz von MBIS. Ich bin Düfte-Junkie und Düfte machen viel mehr Spaß, wenn einem jemand ein bisschen was dazu erklären kann, was da drin ist und woher das kommt und wie das wirkt. Je mehr eine Parfümerie-Fachverkäuferin mit Worten Düfte beschreiben und erklären kann, was in welchem Duft ist, desto neugieriger schnuppert sich der Kunde durch die Parfümerie bis zur Kasse. Coty bietet Parfümerie-Fachverkäuferinnen, Schulungsleiterinnen, Einkäufern, Vertriebs- und Marketingmitarbeitern jetzt Blended Learning. Das Training hilft jedem mit Bildern und Texten zu Komponenten, Kompositionen und Wirkungen besser zu verstehen und zu sagen, was sie mit den Düften von Coty wahrnehmen und empfinden. Ich bin begeistert als Düfte-Junkie. Und hier ist der E-Learning Award. Ja. Ja, wir sind ja sehr flexibel. Ein Mikrofon ist ja kein Mangel. Ich gehe mal ein Mikrofon nach rechts weiter und ein Mikrofon nach links weiter und würde gerne mit Ihnen noch ein klein wenig halt über das Projekt sprechen. Als allererstes interessiert mich die Frage, was waren die Projektziele, die Sie sich am Anfang gesetzt haben? Möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass wir heute hier sein dürfen. In der Vorbereitung habe ich mir natürlich im letzten Monat die Verleihung des Oscars angeschaut und natürlich muss man an dieser Stelle nicht Mutter und Vater danken, sondern erstmal meinem fantastischen Team, denen, die hier auf der Bühne stehen, aber auch der Agentur Brandmarke, die dort hinten sitzt und den Trainern, die alle an diesem Projekt beteiligt gewesen sind. Das Ziel war, Menschen zu begeistern und zu faszinieren für unsere Produkte, ihnen ein jederzeit verfügbares Wissen an die Hand zu stellen, damit nicht das passiert, was der Albtraum jeder Verkäuferin ist. Ein Kunde kommt ins Geschäft und weiß mehr als die Verkäuferin. Das ist keine tolle Situation. Und unser Ziel war natürlich damit, am Ende den Abverkauf zu fördern und die Qualität in der Parfümerie zu verstärken. Ja, dann frage ich mal auf der rechten Seite jetzt erstmal weiter. Herr Krings, Sie haben ja schon Ihren Arbeitsnachweis, viel Lob gerade abgeholt. Wofür steht Innovation Campus? Menschengerechtes E-Learning. Gut, das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Dann werde ich auf meiner linken Seite noch mal ein bisschen weiter bohren. Was ist ganz konkret jetzt die Lernzielgruppe, die erreicht werden musste mit dem Projekt? Frau Feller. Ja, danke. Also Projektzielgruppe sind die Verkäuferinnen aus den Parfümerien als erstes, als größte Zielgruppe, aber natürlich auch unsere eigenen Vertriebsmitarbeiter, die sich informieren können über unsere Produkte. In den Parfümerien sind es nicht nur die ausgebildeten Parfümeriekräfte, die unsere Zielgruppe sind, sondern auch Azubis, natürlich ganz klar, die ja herangeführt werden müssen an das Thema, und Quereinsteiger, großes Thema in den Parfümerien. Personalfluktuation ist da und ja, das ist unsere Zielgruppe. Mitarbeiter, die nicht aus unserem eigenen Hause sind, das ist, macht den größten Anteil aus. Wie ist das denn angekommen bei den Lernern, bei den Mitarbeitern, die da betroffen waren? Haben Sie gleich Begeisterungsströme ausgelöst oder mussten Sie viel Überzeugungsarbeit leisten? Ja, also das Ergebnis war insofern für uns phänomenal, weil wir in unserer Branche die Ersten sind, die sowas anbieten. Und Sie wissen alle, wenn man als Erster kommt, hat man natürlich ganz viel Aufmerksamkeit. Für uns bedeutet das, dass wir in der Fachpresse speziell mit diesem Projekt sehr viel positive Erwähnung bekommen. Wir bekommen natürlich auch ganz, ganz viel begeisterte Zuschriften. Und das ist halt ein Projekt, was sich einfach auch tracken lässt über die permanent steigenden Teilnehmerzahlen, die längere Verweildauer und dass wir halt einfach damit ein super Feedback erreichen. Ja, dann vielleicht nochmal an die rechte Seite eine Frage. Was waren für Sie die besonderen Herausforderungen für diese Projektdurchführung? Was wir ganz besonders gemacht haben in dem Kontext ist, wir haben zunächst mal mit den Lernern gesprochen. Wir haben die Lerner gefragt, was brauchen sie denn? Viele Lernprogramme werden vom Schreibtisch aus gemacht. Die Endverbraucher, die das Lernprogramm letztendlich nutzen, werden nicht gefragt, was braucht ihr im Alltag?
welche Funktionen brauchen Sie? Das haben wir gemeinsam mit Coty gemacht und ich denke, das ist mit ein Schlüssel dafür, dass dieses Projekt so erfolgreich geworden ist. Ich würde da gerne auch ganz kurz darauf antworten, weil ich glaube, die größte Herausforderung für die Agentur, für Sie bei Innovations Campus, war halt, sich auf die Frau einzustellen. Und ich glaube, man kann sagen, im Laufe der Jahre der Zusammenarbeit sind Sie ein echter Frauenversteher geworden. Ja, das ist eine Sonderkategorie, die ist dieses Jahr noch nicht vorgesehen, aber da arbeiten wir dran. Jetzt haben wir ja gerade gelernt, dass Sie sich also sehr viel Mühe gegeben haben, im Vorfeld des Projektes halt hier konkret den Lerner mit einzubeziehen, um halt die Lernszenarien zu entwickeln. Wenn der Lerner dann halt am Zuge ist, Sie hatten ja auch schon gesagt, Sie haben natürlich eine Übersicht halt über die Teilnahmezahlen, haben Sie auch Feedbackschleifen, um hier auch nochmal dann ein Feedback einzuholen, zu sehen, wie kommt der Lerner damit klar, kann man das noch optimieren oder ist das jetzt ein Selbstläufer? Danke für die Frage. Darf ich? Ja. Also wir verknüpfen unsere Lerninhalte immer auch mit Incentive-Aktionen, bei denen der Lerner sich selber, aber auch uns gegenüber beweisen kann, dass er die Inhalte verstanden hat. Und dabei kann er, wenn ihm das Glück ein wenig hold ist, auch gewinnen. An der steigenden Frequenz, an der steigenden Teilnehmerzahl messen wir natürlich, was kommt an, was brauchen die Lerner, was interessiert sie. Das ist einmal eine Feedback-Schleife, schwieriges Wort. Darüber hinaus werden wir jetzt im März, Ende März, Anfang April auch nochmal eine Feedback-Runde online durchführen, also eine große Teilnehmerbefragung mit relativ wenig Fragen, weil es soll ja keine Arbeit sein, sondern eben eine Möglichkeit, ein Feedback zu geben auf schnelle Weise. Auch da einfach unser Bestreben, wirklich auch immer wieder einzuholen, sind wir auf dem richtigen Weg, ist es das, was draußen vor Ort gebraucht wird. Wir hatten ja im Laufe des Tages ja heute schon in den Vorträgen auch gehört, ein großes Thema bei E-Learning-Projekten in Unternehmen ist häufig ja auch die Frage der Sozialpartner, das heißt Gewerkschaften oder Betriebsrat. Wie habt ihr das Thema für euch gelöst bei Coty Prestige? Also unsere größte Herausforderung war eigentlich nicht der Sozialpartner, weil unsere Zielgruppe ja Mitarbeiter sind, die nicht bei uns unter Vertrag sind. Unsere größte Herausforderung im Unternehmen war unser Headquarter in Paris, die halt von Lernen ganz andere Vorstellungen haben. Und das haben wir einfach ignoriert, wir haben einfach gemacht und dann war der Erfolg so groß, dass man uns nicht rausschmeißen konnte. Wunderschönes Schlusswort. Ich denke, das lassen wir jetzt einmal stehen, vielleicht noch für ein Pressefoto noch mal nach vorne kommen und bitte einen herzlichen Applaus für unsere Preisträger.